So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Pass auf, ich bin immer noch im Urlaub, ne? Ich habe gedacht, okay, heute machst du mal nix, heute kannst du mal chillen, hast für den Vlog gefilmt. Jetzt markiert mich der Miku in dem Fanchat drin und zeigt, es ist schon wieder ein neues Event angekündigt. Das heißt, am Dienstagabend nehme ich das jetzt auch für Mittwoch, weil ich am Mittwoch, Raider Mittwoch aufnehme für Donnerstag. Anders geht das nicht, hier dauert alles länger. Ich sitze jetzt hier abend noch mal kurz draußen, pass mal auf. Das ist noch mein Bier. Das habe ich hier, Marie Hausbändel hell. Das habe ich hier jetzt am Start. Ich sitze hier an der Donau. Das ist die Donau, guck dir das an. Da geht die Sonne unter. Ist das nicht ein schöner Ausblick? Sitzt du hier, hast nicht mal eine Hose an, ne? So muss das sein. Und so möchte ich euch jetzt noch ganz kurz aus dem Urlaub heraus die neuen Infos. Den Hut übrigens, den Hut gab es hier in der Unterkunft von der Brauerei. Kannst du dir hier gratis ausleihen, den werde ich jetzt den gesamten Urlaub hier raufziehen und durch die Gegend steppen. Jetzt aber zu den Infos, und zwar wechseln wir mal hier rüber in den Bildschirm, warte mal kurz, einen Schluck Bier nehmen. Der Schilling, Alter, ne? Wir wechseln jetzt in den Hintergrund. Wir wechseln hier rüber auf die Neuigkeiten, denn da gibt es ein neues Event, Besuch aus der Ultradimension. Was ich euch vorher noch sagen möchte, neue besondere Pokémon-Hintergründe zum GoFest Global. Ihr kennt das ja vielleicht, bei besonderen Events gab es immer besondere Fanghintergründe, die man vielleicht bei GoFesten, die vor Ort irgendwo waren, haben konnte. Bei Luftabenteuern war das auch schon mal so, dass besondere Fanghintergründe waren, wo da die Skyline New York eingeblendet war oder irgendwas, oder Sapora oder solche Sachen. Jetzt kommt das für alle aber weltweit. Das habt ihr auch bei dem Event, was oben angekündigt wird. Hier neue Spezialhintergründe. Beim Event Besuch aus der Ultradimension vom 8. Juli bis 13. Juli. Wenn ihr dort Pokémon, Ultrabestien oder so Zeug fangt, dann habt ihr die Chance auf einen Spezialhintergrund, der in diesem Event erhältlich ist. Das sieht auf jeden Fall richtig genial aus, müsst ihr da mal gucken. Und danach vom 13. Juli, weil dann das GoFest global stattfindet, habt ihr am Samstag, dem 13. Juli von 10 bis 18 Uhr nochmal für Ultrabestien und Necrozma speziellen Hintergrund und am 14. Juli von 10 bis 18 Uhr wieder ein Spezialhintergrund für Necrozma. Und hier sind lauter Schnocken. Du kannst ja dort diese exklusive Spezialforschung machen, wo du nochmal Lunala, Solgaleo begegnest. Wenn du die dann fängst in der Spezialforschung, Alter, die Schnocken, hast du bei den Augen Spezialhintergrund. Und wenn du das dann mit Necrozma fusionierst, wenn die so einen Hintergrund haben, hat das fusionierte Necrozma auch diesen Spezialhintergrund. Also fangt einfach alles während der GoFest-Zeit, dann habt ihr bestimmt einen super fetten Spezialhintergrund. Wenn ihr wisst, was ich meine, dann schreibt es mir in die Kommentare jetzt. Aber noch kurz zu dem Event, was angekündigt ist. Besuch aus der Ultradimension. Montag, der 8. Juli, 10 Uhr bis Samstag, der 13. Juli, 10 Uhr. Weil um 10 Uhr ja dann das GoFest startet. So, Raid-Kämpfe. Es finden jeden Tag 18 bis 19 Uhr eine Raid-Stunde mit den jeweiligen Pokémon statt, das gerade in Raid-Kämpfen der Stufe 5 erscheint. Das ist der Raid-Plan, der Zeitplan. Am Montag, am 8. Juli, gibt es Schlinking, auch in Shiny verfügbar, in der Raid-Stunde, 18 bis 19 Uhr. Dienstag, 9. Juli, Anego, in der Raid-Stunde, auch als Shiny verfügbar. Schlinking ist jetzt nicht so besonders, vielleicht für GBL in der Superliga, wollen das manche haben. Anego ist der beste Giftangreifer, der ist auf jeden Fall richtig cool. Am Mittwoch, 10. Juli, habt ihr den Kaguron auf der Südhalbkugel und Katagami auf der Nordhalbkugel. Beide können Shiny sein, ich bin schon wieder raus. Wer jetzt wo ist, habe ich wieder nicht im Kopf. Kaguron ist auf jeden Fall nicht so gut für uns. Katagami, der beste Pflanzenangreifer, ist wieder krass. Donnerstag, 11. Juli, habt ihr dann Muramura in der östlichen Hemisphäre, Koblosio in der westlichen Hemisphäre. Ich sage einfach mal, können beide nichts. Fertig, nächstes Thema. Freitag, der 12. Juli, Mosquito in Amerika und Grönland. Sieht aus wie ein Wrestler, cooles Pokémon, feiere ich total. Kann Shiny sein. Chabelle in Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Indien. Kann Shiny sein, ist aber das nutzloseste von den dreien. Und dann Voltrian, Asien, Pazifik, kann auch Shiny sein. Das ist wohl das stärkste von den dreien, denn das ist so ein Elektroangreifer, der hat es richtig drauf.
Dann gibt es auch noch eine befristete Forschung. Während der ganzen Zeit gibt es eine Forschung rund um die Ultrabestien. Als Belohnung bekommt ihr dann auch Anego, Mosquito, Chabel, Voldrian, Kagoron, Katagami, Schlinking, Muramura, Koblosio. Also, die können zwar keinen Spezialhintergrund haben, weil die nicht aus einem Raid sind, sondern aus der Forschung. Aber selbst wenn ihr gar keinen Raid macht, könnt ihr alle fangen. Außer bei der Forschung ist die Aufgabe dabei, macht 5 Raids, dann müsst ihr ja doch raiden. Versteht ihr, was ich meine? Also noch einen Schluck Bier. So. Event Boni, das Fanraid Limit, wird von Montag, dem 8. Juli bis Donnerstag, den 11. Juli auf 20 Fanraids angehoben. Ich habe keine Fanraid-Pässe, ich bin jetzt Free-to-Play unterwegs. Das heißt, das interessiert mich gar nicht. Manche Leute werden sich da freuen, dass sie ein paar Voltrian-Raids machen können, weil das Ding halt wirklich richtig genial ist. Theoretisch müsstest du jeden Tag Raids für Zuschauer machen in der Raid-Stunde. Aber das schaffe ich nicht, da habe ich nicht die Zeit für. Das können wir uns abschminken. Von Freitag bis Sonntag gibt es keine Beschränkung für die Anzahl von Fanraids. Also vom 12. bis 14. keine Beschränkung. Das ist das Go-Fest-Wochenende. Da könnt ihr so viele Fanraids machen, wie ihr wollt. Trainer ab Level 31 erhalten von Montag, den 8. Juli, bis Sonntag, den 14. Juli, ein garantiertes Bonbon XL beim Tauschen von Pokémon. Dann gibt es wieder ein Ticket zum Event Besuch aus der Ultradimension. Verpasst der Woche vor dem Pokémon GoFest Global ein Ultra-Upgrade mit der befristeten Forschung zum Event Besuch aus der Ultra-Dimension. Ticketinhaber für das GoFest Global können diese Boni auch während des gesamten Wochenendes nutzen. Jetzt hast du schon ein GoFest-Ticket teuer bekommen. Jetzt kannst du dieses auch noch upgraden mit einem Ticket, was am Montag vom 8. Juli bis 14. Juli 18 Uhr erhältlich ist. Da habt ihr wieder eine befristete Forschung drin. Für 5 US-Dollar bekommt ihr 5000 zusätzliche EP für Raid-Kämpfe. Könnt ihr also auch am Wochenende dann nutzen. Zweimal Staub für Raid-Kämpfe. Ein zusätzliches Fangbonbon nach Raid-Kämpfen. Ein zusätzliches XL-Bonbon nach Raid-Kämpfen. Bis zu 2 kostenlose Raid-Pässe für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen in dieser Woche und am Wochenende. Du hast ja eh schon zusätzliche, jetzt nochmal 2 pro Tag, plus die anderen, da blickst du ja gar nicht mehr durch. War es das schon? Nein. Die befristete Forschung beinhaltet außerdem die folgenden Belohnungen für abgeschlossene Forschungsaufgaben. 10 Cosmog-Bonbons, 5 Anego, 5 Mosquito, 5 Chabel, 5 Voldrian, 5 Kagoron, 5 Katagami, 5 Schlinking, 5 Muramura, 5 Koblosio, XL-Bonbons. Ist nicht viel. Hätte ich lieber 100 für 1 gehabt, statt 5 bei jedem. 2024 Sternenstaub und ein Sternenstück. So, Trainer, die dieses Ticket sowohl als auch das Ticket für das GoFest global erworben haben, können während des GoFestes am Samstag, den 13. und am Sonntag, den 14. Juli, jeweils bis zu 10 kostenlose Raid-Pässe durch das Drehen von Fotoscheiben erhalten. Also ihr bekommt ja eigentlich 8 pro Tag, mit dem Ticket bekommt ihr 10. pro Tag. Für 5 Dollar mehr, also 2 zusätzlich am Wochenende, aber auch die ganze Woche über. So, befristete Forschung, nicht immer unbegrenzt, bla 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 bla. Neue Pokémon-Hintergründe. Wenn ihr bestimmte Pokémon nach Raid-Kämpfen fangt, habt ihr die Chance auf einen Spezialhintergrund. Diese Souvenir-Hintergründe werden wie die Ortshintergründe, die aktuell exklusiv bei Live-Events verfügbar sind, in der Pokémon-Zusammenfassung angezeigt. Globale Herausforderung ist auch wieder da. Seht ihr dann einfach im Heute-Tab, also das musst du ja nicht vorlesen, da hast du dann halt wieder mal eine Stunde das, eine Stunde dies, eine Stunde jenes. Besondere Angebote im Webstore brauchst du nicht. Showcases gibt es nicht. Besondere, ja, gibt wieder mal was denn? Keine Feldforschungsaufgaben, doch die hast du im Ticket drin. Keine wilden Pokémon, wie beim Ignivore-Event. Keine wilden Pokémon, also es gibt welche, aber keine Event-Exklusiven. Also, werdet ihr das Ticket, habt ihr ein GoFest-Ticket? Werdet ihr das Upgrade-Ticket fürs GoFest-Ticket kaufen, damit ihr auch eine Woche vorher mit den Ultrabestien rummacht, die ganze Zeit, wie die Schnocken hier überall in der Prärie. Ich sag's euch, ich muss aber einen Schluck Bier trinken. So. Und wie sagen, war's das von meiner Seite aus. Ich hoffe jetzt, ich habe gar keine, ich muss jetzt Videos schneiden, das dauert hier so lange. Ich muss ja duschen, muss ja noch Pommes essen, muss ja noch
keine Ahnung was, muss er nochmal einen Tee trinken und alles gegen die Erkältung. Guckt euch nochmal das Wetter an. Guckt euch nochmal hier. Das ist das Bier. Jetzt muss ich nochmal draufdrücken. Das ist das Bier. Das ist Marie. Marie Hausbändel Hell. Das ist reserviert für Gäste. Das ist Bray Wyatt. Da ist schon wieder Schnogge am Fuß. Und das ist die Donau. Einmal die Donau mit Sonnenuntergang. Hier Schirme dabei. Das ist Urlaub, aber trotzdem gibt es hier noch super Mützen für euch. Sonnenbrand auch am Start. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wie findet ihr das Event? Was ist eure Lieblings-Ultra-Bestie von den hier gezeigten? Schreibt es mal in die Kommentare.